Wer kennt das nicht? An Bahnhöfen hetzt man von einem Ort zum anderen, fährt Rolltreppen rauf und wieder runter und fragt sich, ob diese Züge eigentlich irgendwann auch mal wieder ein bisschen kürzer werden. Und dann steht man plötzlich in der Bahnhofshalle und versucht, einen langen Stab durch eine gebogene Kurve zu kriegen. Aus Kugeln eine Pyramide zu machen. Naja, fast. Oder mit bloßen Händen das Gewicht eines Steines zu schätzen. Was haben all diese Experimente in einem Bahnhof zu suchen? Dirk, du hast das doch hier alles aufgebaut. Sag mal, was steckt denn eigentlich dahinter? Die Science Station, das ist eine mobile Mitmachausstellung, die seit mehreren Jahren durch Deutschlands Bahnhöfe tourt, in diesem Jahr zum demografischen Wandel. Und ja, wir versuchen hier wissenschaftliche Phänomene auf spielerische Art und Weise den Besuchern nahezubringen. Spielerisch? Heißt das, das ist nur was für Kinder? Das ist gleichermaßen auch für Erwachsene spannend und interessant. Die können sich hier genauso austoben und sind genauso fasziniert wie die Kinder. Dann sag mir doch mal, du als Erwachsener, was ist denn dein Lieblingsausstellungsstück bei Science Station? Da gibt es ganz viele, aber eins kann ich immer zeigen, das mir besonders Spaß macht. Hier geht es darum, diese Pyramide in diesem Glaskasten unterzubringen und zwar komplett. Und was ist daran so wissenschaftlich, experimentierfreudig so? Ja, das ist gar nicht so einfach. Hier muss man nämlich ein bisschen um die Ecke denken bei allen Exponaten und geht es hier so ein bisschen um das Thema Denken, junges, altes Denken. Und manchmal hilft die Erfahrung hier weiter und manchmal sind Kinder im Vorteil, weil sie noch nicht so viel Erfahrung haben und deshalb kreative Lösungsideen haben. Okay, Moment, ich probiere mal. Halt mal. Ich gebe auf. Siehst du? Ganz einfach. Man nimmt die Diagonale. Jetzt muss ich selber überlegen und so. Also, wenn ihr Spaß am Experimentieren habt und das nächste Mal euren Zug verpasst, schaut in der Bahnhofshalle vorbei. Vielleicht wartet da die Science Station auf euch. Tschüss!